Viermal 200 Meter der männlichen Jugend U20 mit Berlin, Bochum, Hamburg und München. München übergibt auf Jakob Matauschek, Hamburg auf Matti Welm, Paul Schäfer für Wattenscheid und Luis Miguel Pardos für den SCC Berlin. Und München läuft als erstes rein. Aber Hamburg gibt sich dahinter mit Matti Welm noch nicht geschlagen. München wechselt dann jetzt auf Vincent Saller. Hamburg mit Manuel Mordi, Wattenscheid mit Maximilian Superniok und Berlin mit David Enioluwa-Oyo. Weiter in München von der Spitze weg, da muss der Wechsel jetzt noch klappen auf Vincente Graiani. Hamburg mit Marcel Klobe. Wattenscheid mit Justin Juncker und SCC Berlin mit Gorka Beadialo. Als erstes ins Ziel läuft die LG Stadtwerke München, als zweites der Hamburger Sportverein, dann Wattenscheid und Berlin. Aber wir warten mal auf das offizielle Ergebnis. Sie haben vielleicht das Fähnchen gesehen, das Gelbe.